einen wunderschönen guten Morgen euch alle. Ich bin mal wieder unterwegs. Aber heute gibt es bloß ein kleines Filmle. Das Wetter ist nicht so toll, sage ich mal. Wir haben heute der 22.01. Das erste Mal auf dem Fahrrad dieses Jahr. Vorher keine Zeit gehabt, leider. Aber jetzt geht es wieder los. Und jetzt schauen wir mal, was wir heute nachbringen. Und ich versuche mal so eine kleine Remstalrunde. Auf jeden Fall nehme ich euch wieder mit auf die Strecke. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Und dann schauen wir mal, ob wir noch was zum Schauen haben. Also, bis dann. So, im Hintergrund könnt ihr jetzt den Kappelberg sehen. Und die Bauschande von Fellbach, den Schwabenlandtower. Ja, aber das ist ein Kapitel für sich. So, jetzt geht es mal weiter in Richtung Fellbach. Schätz mal dann Rommelshausen, Städte, Endersbach, die Richtung. Schauen wir mal. Auf jeden Fall bin ich heute wieder mit dem Himmelweh unterwegs. Weil, wie gesagt, Schmuddelwetter heute, guck da, ja, Matsch, nass. Aber ich denke mal, wir werden gut rumkommen. Und zum Felsspur haben wir auch was dabei. Und einen heißen Tee auch. Also, gehen wir wieder auf die Strecke. So, schon sind wir in Fellbach. Jetzt geht es weiter Richtung Kappelberg. Und dann schauen wir, ob wir hochfahren oder unten entlang. Mal schauen. So, Leute. Ich befinde mich am Fuße vom Kappelberg. Da sehen wir jetzt in Fellbach. Aber Weidlinger kann man fast schon nicht mehr sehen, was sich dahinter wünscht. Jetzt versuche ich mal die Drohne hochzulassen, mal schauen. Aber ich glaube, es wird sich gar nicht lohnen bei der Sicht. Überlegen wir es mal. Und das will ich auch mal schon zeigen. Da ist ein richtig schönes Plätzchen hier zum Nachsitzen, zum Verweilen, zum Ausblick genießen. Aber schaut euch das an. Die Bratzfliege, Theater. Die Leute haben einfach keinen Anstand mehr. Muss man ganz einfach so sagen. Nicht alle, aber die meisten. Oder viele. Weil hier steht ein Mülleimer. Jetzt schauen wir mal. Da hat es auch einiges am Platz. Es würde reingehen. Aber da sieht man auch South Party 3 hoch. Naja, gut. Ich finde es einfach nur schade und traurig. So, weiter geht's in Richtung Rommelshausen. Richtung Rommelshausen, wie gesagt. Und dann geht es auf jeden Fall in Richtung Endersbach weiter. Ob jetzt über Städten oder direkt, mal schauen. Aber was halt richtig schön ist, sind nicht viele Leute unterwegs. Es ist relativ früh noch und kaum jemand unterwegs. Eine Ruhe ist das, herrlich. Rommelshausen! Sehen wir da auch mal ein wenig was.
Rathaus in Rummelshausen. Nachbargemeinde sozusagen. So, und schon geht's wieder raus aus Rummelshausen. Aber es zieht nicht auf, also es bleibt ziemlich trüb hier. Ja, kann man nichts machen, schade. Und schon sind wir in Weinstadt Endersbach. Geht ruckzuck. Jetzt bin ich von Endersbach rüber nach Beinstein, weil ich hier habe meinen Wohnwagen stehen und auf dem Stellplatz. Und da möchte ich mal jetzt schön vorbeischauen, mal nach dem Rechter gucken. So, am Wohnwagen alles okay, alles prima, bestens, besser geht's gar nicht. Und jetzt geht's weiter nach Waiblingen. Ja, der Weihnachtszirkus ist auch am Abbauen. Ja, da gehört ganz schön was dazu. So, jetzt sind wir schon in der Rundsporthalle in Waiblingen. Schauen wir mal an die Rems rüber. So, hier geht es rüber zum Fußballstadion vom VfL Sportverein. Hier ist der Drachenboot Club Ruderverein. Und das ist die Rems. So, und für uns geht es jetzt weiter. Wir fahren jetzt schön gemütlich durch die Talaue durch. Und dann schauen wir mal, vielleicht nehmen wir einen Waiblingen noch was mit. Ja, jetzt schauen wir mal. So, jetzt sehen wir die Talaue. Nennen wir es mal Naherholungsgebiet am Rande von Waiblingen. So, jetzt geht es an der Rems entlang rüber in Richtung Hegnach. Jetzt wird es mir doch ein bisschen frisch langsam.
So, jetzt habe ich noch eine kleine Umleitung gefahren bis zur Baustelle unter bei der Firma Stiel. Jetzt bin ich über Neustadt und dann fahre ich weiter Honag und dann Helgnach. Aber jetzt genehmige ich mir erstmal einen schönen heißen Tee. Hohenacker. Ja Leute, bin wieder fast zu Hause. War eine kleine Rundfahrt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Es war nicht ganz so viel, aber mir reicht es für heute. Ich wünsche euch noch was und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!